Ja, also wir stehen hier direkt auf dem Platz vor dem Gemeindeamt und vor der Pfarrkirche hier in Stivol. Und es sind bereits sicher an die 150 Menschen hier neben der Kirche versammelt. Es regnet in Strömen, die Stimmung, ja, die passt zu diesem traurigen Tag. Der Himmel weint, könnte man meinen. Schon seit Stunden regnet es hier und gerade jetzt, wo das Begräbnis begonnen hat, regnet es besonders stark. Trotzdem sind die Menschen hier alle hierher gekommen, um von Adelheid Hausecker, der 55-jährigen Ehefrau, hier Abschied zu nehmen. Sie ist eine Frau, die hier nicht geboren worden ist. Sie stammt nicht aus dem Ort, sie stammt ursprünglich aus Eben im Pongau und ist erst vor 10 Jahren nach Stivol gezogen. Die Liebe hat sie hierher geführt, sie hat geheiratet und dann eben hier mit ihrem Ehemann gelebt. Im Ort ist sie dennoch sehr, sehr beliebt in der kurzen Zeit. Aber ich habe hier auch mit Menschen gesprochen, mit zwei Frauen zum Beispiel, die extra aus Eben im Pongau angereist sind, um hier heute beim letzten Abschied dabei zu sein und sich von ihrer ehemaligen Freundin hier zu verabschieden.